meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt Schüchtern und gehemmt. Ich möchte folglich gerne mit Leuten reden, die von sich aus sagen, ja, ich bin schüchtern und ich bin gehemmt. Mit Leuten, die sehr schüchtern in der Liebe sind und da irgendwie nicht so vorankommen und sich nicht trauen und zögerlich sind und immer abwarten. Sehr gerne auch mit Leuten, die schüchtern im Beruf sind und deshalb vielleicht immer wieder auf große Schwierigkeiten stoßen. Und auch sehr gerne mit Leuten, ja, die ganz besondere Lebensvorstellungen haben, sich aber nicht trauen, diese Lebensvorstellungen in die Tat umzusetzen. Also diesbezüglich auch schüchtern und gehemmt sind. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann überwindet euch. Ist ein kleiner Schritt, eine kleine Überwindung und vielleicht können wir gemeinsam irgendwie uns eine Strategie überlegen, wie man oder wie ihr aus der Schüchternheit und Gehemmtheit herauskommt. 0800 220 5050, das ist unsere bekannte und kostenfreie Telefonnummer. Oder mailt ganz einfach domian@wdr.de und schreibt in die Mail eure Telefonnummer rein. Jetzt bin ich gespannt auf den ersten Anrufer und das ist der Frank. Und Frank ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen. Hallo, Frank. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Zum Thema schüchtern und gehemmt. Ja, ich bin 30 und sehr schüchtern. Das spielt sich eigentlich in allen Lebensbereichen bei mir ab, dass ich eben sehr zurückhaltend bin in meinen Äußerungen, auch im Umgang mit Menschen, Arbeitskollegen und Frauen. Frauen auch? Ja, ja. Ist das das Hauptproblem, die Frauen? Ich würde schon sagen, ja, weil ich mich doch nach Nähe und Beziehung auch sehne, aber ich... Hattest du denn schon mal eine Beziehung? Ja, aber die ging auch deswegen zugrunde oder zu Ende, weil ich eben nicht gleich mit ihr schlafen wollte und sie das aber wollte und... Was heißt gleich? Wie lange hat es denn... Vier Wochen wollte sie, aber ich noch nicht. Ich wollte da noch ein bisschen abwarten. Wie viele Wochen? Vier. Vier? Ja. Ist ja noch okay. Da war die junge Frau bei sehr drauf und die wollte ein bisschen ran an den Speck. Ja, aber wie gesagt, ich hatte... Wie oft hast du denn schon Anläufe gemacht, in eine Beziehung reinzukommen? Wie oft? Also öfter schon. Aber das kostet mich dann auch viel Überwindung, da dran zu bleiben, richtig, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich dränge mich auf oder... Wie lange hat denn die längste Beziehung angehalten? 4 Jahre. Ach, immerhin? Ja. Immerhin. 4 Jahre. Und wie war es in dieser Zeit? Dass wir auch nicht miteinander geschlafen haben, aber eben... Wie bitte? Ihr habt in den 4 Jahren nicht miteinander geschlafen? Nee, wir hatten Petting und Kuscheln und so, aber... ich hab... Jetzt bin ich aber platt. Ja. Wie kommt das? Ich weiß nicht, das ist ja mein Problem. Dass ich eben aufgrund dieser Schüchternheit oder... Das heißt, du hast noch nie mit einer Frau geschlafen? Nein. Stehst du denn auf Frauen? Ja, absolut, also... Absolut? Ja. Ganz ehrlich? Ja, ich finde Frauen also sehr attraktiv und... Aber da gibt es eben eine riesen Hemmschwelle bei mir. Ich weiß nicht, das sind auch so tief sitzende Ängste. Ich bin auch... Du sagst tief sitzende Ängste. Ja. Versuch die doch mal ein bisschen ansatzweise zu benennen. Was ist die Angst, mit einer Frau zu schlafen? Also vielleicht nicht so sehr die Angst, mit einer Frau zu schlafen, aber diese Angst, überhaupt aus mir rauszugehen. Also... Wobei, man geht ja unter Umständen schon sehr aus sich heraus, wenn man Petting mit jemandem hat. Ja, aber das ist noch nicht so der Vollzug oder weiß ich nicht. Warum? Woher rührt die Angst, nicht ganz aus dir herausgehen zu wollen? Das weiß ich auch nicht. Also ich habe eben Ängste und meine die ganze Zeit auch Rücksicht nehmen zu müssen auf irgendwas. Aber selbst wenn die Frau das will, dann nimmst du ja keine Rücksicht auf sie. Ja. Immerhin hat diese eine Beziehung 4 Jahre gehalten. Ja. Und ist dann daran zerbrochen. Ja, stimmt. Im normalen Leben, ich sag mal so, im Alltag, ist es auch so? Hast du gerade die Andeutung gemacht, dass du eher zurückhaltend bist und schüchtern? Ja. Also im Arbeitsleben ist es so, dass ich mich sehr zurückhalte mit meiner Meinung oder Äußerung. Was machst du vom Beruf? Ich bin Sekretärin in einer Firma. Und Sekretärin? Sekretär. Ja. Das war aber jetzt ein seltsamer Versprecher. Ja. Sekretärin, hast du gesagt. In einer Firma? Ja.
Man ist ja eigentlich auch eher als Mann nicht Sekretär. Stimmt. Das ist ja eher für Männer eine unübliche Bezeichnung. Ja, aber ja, ich mache da eben so Sachbearbeitung und Assistenz der Geschäftsleitung. Mhm. Und ja, bei der Arbeit ist es eben so, dass Arbeitskollegen mich mit ironischen Bemerkungen, die ich aber auch sehr schwer nehme, also angehen und ich mich dagegen auch nicht wehren kann und ich auch den Eindruck habe, dass aufgrund dessen eben, dass ich eben so einen schüchternen Eindruck mache, dass das eben auch verstärkt die anderen, dass sie mich so angehen mit ironischen Bemerkungen. Und sag mal, Frank, ja. Fühlst du dich in deinem männlichen Körper wohl? Ja. Also du findest es auch gut, dass du ein Mann bist? Ja. Wenn du jetzt, wenn eine Fee zaubern könnte, ja, und die würde dich fragen, möchtest du ein Mann oder eine Frau sein, würdest du sagen, ich will ein Mann sein? Ja, möchte ich bleiben. Aber es ist eben so, dass ich eben nicht der typische Mann bin, wie man sich das so vorstellt. Also ich habe auch männliche Idole, zum Beispiel Johnny Cash, dass ich ihn sehr verehre, weil er so ein männlicher Mann ist. Mhm. Und ich bin eben nicht so ein männlicher Mann. Ich bin gerade wirklich sehr gestolpert über diesen Versprecher mit der Sekretärin. Ach so. Und nee, das war wirklich ein Versprecher. Ja gut, aber manch ein Versprecher hat ja auch einen Hintergrund. Nicht jeder, aber manch ein Versprecher deutet ja auf irgendetwas hin. Ja. Aber du meinst, dass der deutet auf nichts hin? Nee. Nee. Hast du einen Freundeskreis? Klein, aber auch nicht so intensiv. Eher Männer oder eher Frauen? Gemischt. Gemischt. Ja. Gibt es so einen allerbesten Freund oder eine allerbeste Freundin? Ja, ja. Sowohl als auch. Beides. Ja. Na immerhin, das ist ja schon mal eine tolle Sache. Das heißt, da ist schon eine Bereitschaft deinerseits, dich schon einem Menschen oder sogar zwei Menschen sehr zu öffnen. Ja, ja. Mit dem du so mehr oder weniger alles bequatscht, was so dein Leben betrifft. Ja. Mhm. Ja. Nur wir treffen uns nicht so häufig. Also es ist nicht so eine tägliche Freundschaft, sondern eher so wöchentlich oder so. Naja gut. So, die besten Freunde trifft man ja nicht, unter Umständen nicht jeden Tag. Ist bei mir auch nicht so. Aber auf jeden Fall bleibt die Sehnsucht bei dir bestehen, wie du es anfänglich gesagt hast, nach Nähe, nach Geborgenheit, nach auch erfüllter Sexualität. Ja. Und da ist irgendwo ist da ein Bremsklotz zwischen. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Hm. Seit wann ist dir das so aufgefallen bei dir? Ist das schon... Also das war schon in der Kindheit so und... Also ganz deutlich wurde mir das, als ich bei der Musterung war und ich aufgrund meiner Schüchternheit eben als untauglich eingestuft wurde. Ach, wie geht denn das? Die haben eben gesagt, dass ich einfach nicht geeignet bin für die Bundeswehr aufgrund meiner persönlichen... Das haben die in ein paar Minuten da mitbekommen? Nee, das waren schon Tests. Man muss ja einen körperlichen Test machen, ja, und dann noch einen psychologischen Test. Und bei mir liegt das schon ein bisschen länger zurück, deswegen frage ich mal. Ja. Das wäre natürlich früher auch eine geniale Ausrede gewesen. Ich bin zu schüchtern für die Bundeswehr. Das wäre alles früher noch ein bisschen härter. Ja. Hm. Du hast aber schon eine Sehnsucht auch nach Sexualität. Ja. Versuchst du der irgendwie nachzugehen? Machst du irgendwas? Sprichst du Frauen an? Triffst du dich mit Leuten aus dem Netz? Oder warst du bei einer Prostituierten schon mal? Nein, Prostituierte nicht, aber dass ich eben versuche, Frauen anzusprechen. Mhm. Ja. Weißt du, Frank, wenn das so ein fulminantes Problem ist, und das scheint es ja wirklich zu sein, vor allen Dingen auch auf den Bereich der Sexualität bezogen, glaube ich, dass das sehr komplex ist und dass man das nicht in einigen Minuten lösen kann. Ja, ja. Ja, ich bin auch schon also im Gespräch mit einem Therapeuten, der mich begleitet und mir da auch hilft, aber irgendwie so die richtige Überwindung kann ich nicht nehmen, obwohl ich natürlich im Alltag kleine Schritte mache, um meine Schüchternheit zu überwinden. Was heißt, du bist im Gespräch mit einem Therapeuten, machst du eine Therapie? Ja, ich hab eine Therapie gemacht, aber sie ist eben... Also ich gehe dann nur noch monatlich hin, weil ich festgestellt habe, dass ich das nicht mehr so intensiv brauche wie am Anfang der Zeit. Ja, aber das Problem ist ja noch nicht gelöst. Ja, das stimmt. Das heißt, also, da muss man irgendwie anders rangehen. Vielleicht war das nicht der richtige Ansatz, nicht der richtige Therapieansatz, vielleicht nicht der richtige Therapeut, wie auch immer.
dein Leben würde für dich ja angenehmer und schöner und entspannter verlaufen, wenn dieses Problem gelöst wäre. Ja, ja, das stimmt. Also ich fühle mich auch in vielen Bereichen unfrei. Also es ist wie wenn man ein Auto fahren will, aber eine angezogene Handbremse hat. Mhm. Hast du in deiner Jugend, in deiner Kindheit mal schlimme Dinge erleben müssen? Das jetzt nicht. Aber? Aber es gibt vielleicht einen Erklärungshintergrund, dass ich bikulturell aufgewachsen bin. Meine Mutter ist Japanerin und dass ich anders sozialisiert wurde als normale Deutsche, würde ich sagen. Das kann natürlich sein. Ja. Das kann natürlich wirklich eine Spur sein, auf die ein guter Psychologe dann setzen sollte und der mal ein wenig nachgehen sollte. Ja. Ja. Ich würde dir das dringend empfehlen, Frank, da nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen. Mhm. Wenn du dich vielleicht etwas schlau machen möchtest, was es so für Therapiemethoden gibt, vielleicht auch interessante Methoden jetzt für dein spezielles Problem, würde ich dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja, gerne. Ja? Ja. Das machen wir sehr gerne, dann bitte ich dich aufzulegen und Peter, das ist mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich an. Ja, danke. Ich wünsche Domian, ich möchte dir danken, dass es heute sofort geklappt hat mit dem Anruf und für die Arbeit, die du täglich machst. Ich finde das sehr schön, dass du den Leuten hilfst und dass du ihnen einfühlsam rätst. Und ich freue mich, dass du sagst und bedanke mich sehr herzlich. Vielen Dank, sehr danke freundlich. Danke für dein Gespräch. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke dir auch. Tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, unser Thema heißt Schüchtern und gehemmt. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die schüchtern und gehemmt sind. Und wir wissen ja, und ich weiß ja von unseren langjährigen Erfahrungen, dass sich auch hier bei mir durchaus Menschen melden, die etwas scheu sind und etwas zurückhaltend und sich dann hier trauen zu sprechen. Also mit euch möchte ich gerne reden, die ihr von euch selbst sagt, ich bin schüchtern und gehemmt, vielleicht in der Liebe, vielleicht im Beruf, vielleicht aber auch auf irgendwelche anderen Dinge bezogen, die ihr euch nicht traut zu leben, die in euch sind, aber ihr habt irgendwie eine Hemmung, eine Hemmschwelle, dass ihr das unterdrückt. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch 0800 220 50 50. Hier ist Jürgen und Jürgen ist 31. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jürgen. Ja, ja. Ich behaupte mal, ich bin nicht schüchtern, aber recht gehemmt. Ja, in welcher Beziehung? Ja, in Beziehung aufs weibliche Geschlecht. Auch? Ja. So wie wir es gerade auch gehört haben. Erzähl mal so ein bisschen deine Erfahrungen bisher. Ja, ich habe also meine erste Beziehung oder mein erstes Gespräch oder meine ersten Gefühle mit einer Frau mit 25 gehabt, was heutzutage relativ spät ist, wie man so mitkriegt. Ja, ja. Und ja, seitdem stagniert das Ganze eigentlich. Ja, was heißt erste Gespräche? Wie ist es dann weitergegangen? Ist daraus eine Beziehung entstanden? Es war eine Beziehung von 1,5 Jahren. Der Grund darin liegt eigentlich, dass ich ein körperliches Hindernis habe. Nämlich? Ich habe Neurodermitis im schwersten Stadium. Ah ja. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, welche Medikamente ich genommen habe. Aber also, vielleicht, wir sind ja nun, wir hören dich ja nur. Ja. Wenn du uns vielleicht kurz beschreiben könntest, wie die Neurodermitis sich bei dir bemerkbar macht, wenn du dich kurz mal beschreiben könntest. Ja, es ist so, dass meine Haut von der Fußsohle bis zur Stirn derart offen ist, beziehungsweise war, weil es ganz natürlich zeitlich abhängig ist, dass ich 3-4 Mal täglich die Wäsche wechseln musste, aufgrund von Blut oder Körperflüssigkeiten, die ausgetreten sind. Das heißt also eine ganz körperliche Entzündung der Haut. Richtig. Mit Schorf, mit Eiter. Genau. Mit schuppenartigen Gebilden. Genau, also in den dementsprechenden Stadien. Also erst kommt natürlich die Entzündung, dann kommt die Wundflüssigkeit, dann kommt das Eiter, dann kommt das Blut und dann kommen die Schuppen. Am ganzen Körper? Am ganzen Körper. Das muss doch auch unglaublich wehtun. Ja. Und unglaublich schlimm sein. Es muss jucken, es muss wehtun. Es muss scheuern, dass es. Juckt derart, dass man eigentlich sich gar nicht mehr beherrschen kann. Mhm. Und das habe ich, wie gesagt, seit Säuglingsalter. Mhm. 5-6 Monate nach der Geburt. Mhm. Und ich habe es eigentlich geschafft, dass meine besten männlichen Freunde mein ganzes Leben mich noch nie mit nackter Haut gesehen haben. Mhm. Das ist natürlich dieser Schutzmechanismus oder diese.
dieses Schutzschild, was man um sich herum aufbaut. Also selbst die männlichen Freunde, vor denen ist es dir peinlich, dich zu zeigen? Ja, was heißt peinlich? Peinlich ist einfach, ich möchte sie davor schützen, sich wegen mir Gedanken zu machen. Achso, du hast keine Angst, dass die Freunde sich vor dir ekeln, sondern du hast Angst, dass die Freunde sich zu sehr Sorgen machen um dich. Richtig. Ach so. Weil ich habe es geschafft, durch diese Beziehung, die ich erstmals, oder die erste Frau, oder ja, das erste Mal, dass ich eine Frau gespürt hatte oder mich vor einer Frau offenbart hatte mit 25, dass sie gesagt hat, deine Haut ist mir egal, mir geht es um dein Inneres. Mhm. Und das war schon mal ein Riesenschritt. Das ist ja ein toller Satz, wenn jemand das so sagt. Richtig. Glaubt man das im ersten Moment? Ich habe es geglaubt. Die Beziehung ging 1,5 Jahre. Das war die einzige Beziehung, die ich hatte. Das heißt, du hast dich dann schon auch offenbart und konntest dich auch körperlich fallen lassen in der Beziehung. Richtig. Und hast nicht immer Nebengedanken gehabt, wenn ihr im Bett lag zusammen und sie hat dich gestreichelt und sie hat deine kranke Haut gestreichelt, dass du irgendwie dann doch eine Hemmung hattest. Richtig. Sie kam allerdings, muss ich sagen, aus dem medizinischen Bereich. Mhm. Sie war Hebamme und Krankenschwester. Mhm. Und sie wusste genau, dass es nichts Ansteckendes ist. Mhm. Und das Schlimmste war eigentlich in der Pubertät zu sagen, um Gott, oder was andere gesagt haben, um Gottes Willen, das ist ein Aussätziger oder da kann man sich anstecken. Na, ich könnte mir vorstellen, dass dir das heute auch noch passiert, oder? Jein. Und das ist eben dieses, dein Thema heute, schüchtern und gehemmt. Mhm. Schüchtern bin ich nicht mehr. Was machst du vom Beruf? Ich bin im Management, im Einzelhandel und bin direkter Vorgesetzter von 65 Leuten. Oh. Und wenn ich heutzutage, und gut, es ist bei mir im Job bekannt, egal wie warm es ist, ich komme nie mit kurzem Arm. Ja, aber man sieht es dir im Gesicht auch immer an. Richtig. Ja, an den Händen auch. Ja. Mhm. Heute kam ich und die frische Abteilung aus unserem Markt kam an, um Gottes Willen, ihr ganzes Gesicht ist blutig und schuppig, ihnen geht es wieder schlecht und sie haben psychische Probleme und darüber stehe ich mittlerweile. Mhm. Und sage, ach Leute, wisst ihr, jeder von euch hat Probleme, der eine hat Hämorrhoiden, der andere hat... Was weiß ich nicht. Und ich hab's halt an der Haut. Interessant. Das heißt, da hast du dich, so was die gesellschaftliche Ebene anbetrifft, dich wirklich durchgeboxt. Ja. Hast deinen Weg gemacht, beruflich erfolgreich stehst du da und hast da dein Selbstbewusstsein auch dann rausgezogen. Genau. Mhm. Aber mit den Frauen. Das ist kompliziert. Genau. Es ist einfach so. Und nach dieser Beziehung, die nach 1,5 Jahren dann abgebrochen ist, es war einfach ein Satz, die sie mir einmal gesagt hatte. Sie hatte gesagt, meine Oma hatte gemeint, einem chronisch Kranken, dem kann man nicht immer vertrauen und der wird nie gesund. Sie hat ihre Oma zitiert. Genau. Und das hat sie dir gesagt? Ja. Dem kann man nicht, was für ein komischer Satz, nochmal, dem kann man nicht vertrauen? Vertrauen und man wird niemals gesund. Was ist denn das für ein alberner Satz? Welchen Zusammenhang gibt es da? Das ist die Chronizität der Krankheit. Also einem chronisch Kranken kann man niemals vertrauen? Genau, weil er immer diese Krankheit vor Augen hat. Aber was hat das mit Vertrauen zu tun? Ja, weil man anscheinend diese Krankheit immer vor Augen führt. Aber du hast dich natürlich schwer getroffen gefühlt. Ich habe mich schwer getroffen gefühlt. Und dieser Satz hat die Beziehung letztendlich kaputtgeschlagen? Nein, die Beziehung hat kaputtgeschlagen, dass ich mich zurückgezogen habe. Ja. Immer mehr, wie halt Hautkranke sind. Und Hautkranke bauen nun mal ein Schutzschild um ihre Haut herum, weil man es denen ansieht. Hm. Andere mit innerlichen Krankheiten, denen sieht man es nicht an. Ja. Ist nun mal so. Aber dieser Satz war schon sehr ausschlaggebend, dass du dich zurückziehst. Ja. Ja. Der war ausschlaggebend. Und gut, sie kam von 200 Kilometer weiter weg. Wir haben uns in der Kurklinik kennengelernt. Mhm. Und es war eigentlich so, wenn ich sie in dieser Klinik nicht kennengelernt hatte, wo ich für Hautkranke war, für Haut- und Asthma-Kranke, dann hätte ich eigentlich vielleicht bis heute nie eine Frau gespürt. War sie denn, war oder ist sie denn auch hauterkrankt? Nee, sie hat eine Lungen- bzw. Atemwegserkrankung. Achso, und deshalb war sie da in der Klinik? Genau, an der Nordsee, wie es halt viele sind. Mhm. Gab es denn seit dieser Beziehung keine weiteren Kontakte zu Frauen? Doch. Doch. Das gab's. Aber nur insofern, dass ich mich körperlich nicht entblößt habe. Also es gab keine Sexualität? Doch. Doch. Die gab's. Aber angezogen? Angezogen, ja. Mhm. Und ich behaupte mal, vielleicht ist es, um Gottes Willen, ich will nicht sagen intellektuell, aber es ist einfach auf der geistigen Basis, dass man sagt, warum müssen wir ausgezogen sein? Und man kann das ja ganz ja auch durch Gespräche oder Fantasien einfach weiterführen. Mhm. Das waren aber dann nur so kurzzeitige Verbindungen, das waren keine Liebesbeziehungen. Es war nie was, ist richtig. Ja, wo suchst du Frauen? Das Problem ist, ich bin im Management, habe meinen 12-, 13-, 14-Stunden-Tag. Mhm.
5-6 Tage die Woche und ich komme einfach aus meinem Umfeld nicht heraus. Mhm. Und wenn ich jemanden kennenlerne und ich habe gerade eine schuppige oder eitrige oder blutgeronnene Haut, dann sage ich, okay, du lernst sowieso niemanden kennen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass je nach Phase der Erkrankung du dich dann sowieso zu Hause zurückziehst und überhaupt keine Lust hast, rauszugehen oder dich mit jemandem zu treffen. Genau. Mhm. Mhm. Und ich hatte jetzt vor einem halben Jahr wurde meine Firma übernommen oder ja, wurde verkauft, ist egal, wie das Ganze lief. Mhm. Und ich habe ein halbes Jahr mich gar nicht mal mit meinen besten Freunden getroffen. Mhm. Weil du so beschäftigt warst. Genau, die mein Problem wissen. Ja. Jetzt wurde ich noch versetzt in ein anderes Haus, weil ich gute Leistungen gebracht hatte. Mhm. Muss meine Heimat jetzt verlassen. Und das Ganze spiegelt sich natürlich an meiner Haut. Die Haut ist ein Spiegel der Seele, ja, ganz klar. Und wie? Das heißt, du bist ja letztendlich gefangen in deiner Erkrankung und du bist irgendwie auch gefangen in deinem beruflichen Erfolg. Richtig. Und beides isoliert dich. Genau. Und das eine ist sogar noch schädlich für das andere. Das heißt, der Erfolg ist schädlich für deine Erkrankung, weil du dich letztendlich, weil die Seele sich unwohl fühlt. Genau. Also sagen wir mal so, ist ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis, ja. Mhm. Und hast du denn mal, wir hatten vorige Woche die Sendung, ich weiß nicht, ob du sie mitbekommen hast, da haben wir über Burnout gesprochen, über ausgebrannt sein. Hast du manchmal so ein Gefühl, dass du schon in deinem Alter, du bist jetzt 31, dass du denkst, ich kann nicht mehr, das ist mir alles zu viel? Einerseits ja, andererseits nein. Das sind diese zwei Seelen, die in meiner Brust wohnen. Mhm. Ich will damit nicht prahlen und es weiß auch kaum jemand. Ich habe dieses Jahr noch keinen Tag Urlaub gehabt. Mhm. Wir wurden verkauft von einem amerikanischen auf einen deutschen Multikonzern. Mhm. Ich habe über 700 Überstunden unentgeltlich, ich habe es gerne gemacht. Dann hieß es, sie haben ihre Arbeit so gut geleistet, jetzt versetzen wir sie einfach ja, Richtung 150 Kilometer nördlich. Mhm. Jetzt sage ich, jetzt muss ich sogar noch meine Heimat verlassen. Was alles schlimm ist. Ja, und ich bin in meiner Stadt, ich war Stiftungsrat, Jugendgemeinderat, ich bin Chronist meines Narrenvereins und es tut verdammt weh. Das glaube ich. Das glaube ich. Und halt alles durch die Haut wieder heraus. Ja. Und ich finde, genau das ist der Punkt, wo du eigentlich eine Notbremse ziehen müsstest. Es ist richtig. Denn es könnte ja komplett eskalieren, irgendwie, irgendwann. Es ist mal eskaliert. Vor 5 Jahren ist es eskaliert. Ich habe einen Suizidversuch hinter mir, den ich überstanden habe. Mhm. Erst aufgrund von pharmazeutischer Unterstützung und dann aufgrund von psychologischer Unterstützung. Mhm. Und ich muss sagen, ich hatte Tabletten, die 15.000 Euro pro Jahr gekostet hatten. Mhm. Gar nicht mal Cortison, Cyclosporin, ist ein Fachthema, ist egal. Ich habe wirklich mittlerweile wirklich eine sehr gute Therapie bekommen. Ja, aber das ist alles jetzt kontraproduktiv durch dein Leben. Und weil ich mich dagegen stemme. Weil du dich dagegen stemmst, genau. Genau. So, und dann kommen wir auf den Ansatzpunkt zurück, weswegen du angerufen hast oder worüber wir am Anfang gesprochen haben. Desto dünner wird die Luft auch, dass du irgendwo die Chance hast, eine Frau zu kennenzulernen. Genau, wenn ich jetzt in den neuen Job komme oder in den gleichen Job in einem anderen Ort, ich mich auf den Job versteife, der Stress größer wird, die Anstrengungen größer werden, ja. Aber so kann es nicht über Jahre weiterlaufen. Richtig. Das heißt, du, Jürgen, musst irgendwann eine Entscheidung, eine vielleicht grundsätzliche Entscheidung für dein Leben treffen, genau, die vielleicht einhergeht, dass diese sehr erfolgreiche berufliche Laufbahn vielleicht irgendwie einen bewussten Knick bekommt, den du einleitest für dein Wohlergehen, für deine Haut und für deine Seele. Richtig. Und erst dann wahrscheinlich kann man erst dieses Thema wieder angehen, wie treffe ich eine Frau, wie finde ich Liebe. Könnte diese Frau eigentlich auch eine Hauterkrankung haben oder wär dir das nicht recht? Sie kann auch extrem übergewichtig sein, mit was weiß ich nicht, wie viel Kilo oder... Mhm. Sie kann aus irgendeinem anderen kulturellen Kreis sein, das wäre mir egal, weil ich einfach sage, und das erkennen auch meine besten Freunde, ich sage, wenn ich neben einem Model im Bett liege und die erzählt nur von Schuhen und Mode, ja, was nützt mir das, wenn ich neben der nachts im Bett liege? Das sehe ich eigentlich gar nicht. Du hast völlig recht, ja. Ich muss einfach was Innerliches mit ihr spüren. Es ist so schwierig im Moment darüber zu überlegen, wie du dieses Problem mit der Partnerschaft lösen kannst, solange das berufliche Problem nicht gelöst ist. Weil dir ja gar keine Zeit bleibt, wie du es mir gerade geschildert hast. Richtig. Es ist das primäre Problem. Ja, ja. Mhm, ja. Schwierige Lage, Jürgen.
Ich habe im letzten halben Jahr hier in meiner Heimatstadt alle Feste, alles abblasen lassen, mhm. weil ich mich einfach auf meinen Konzern konzentriert hatte. Mhm. So, ich gucke gerade auf meine Uhr. Wir unterhalten uns schon eine ganze Weile. Ich glaube, Jürgen, dass so die Essenz unseres Gespräches ist, dass du deinem Konzern nicht dein ganzes Leben opfern darfst und schon gar nicht deine Gesundheit. Das heißt, da musst du irgendwann für dich eine Grenze ziehen und vielleicht sogar ganz ungewohnte Wege einschlagen. Kein Konzern der Welt dankt dir das, wenn du schwer krank bist oder tief unglücklich bist. Ja. Und so fühle ich mich momentan, als einfach als eine Personalnummer. Ja. Trotz der Leistung. Hm. Trotz der Leistung. Hm. Du musst etwas, wenn es vielleicht nicht gleich morgen ist, aber du musst im Visier haben, dass du irgendwas änderst. Ja. Aber gleichzeitig will ich, ich habe dich mal vor 8, 9 Jahren bei der Harald-Schmidt-Show gesehen, mhm. was viele sagen, das ist keine Lobhudelei jetzt, aber ich habe dich einfach, ich saß da im Zuschauerraum, habe gesehen, das ist ein Mensch. Und seitdem schaue ich deine Sendung, wenn ich kann. Das ist ja nett. Jeden Tag kann ich nicht, aber das ist einfach, wo ich sage, das ist ein Mensch, der dir sympathisch ist. Egal wie er aussieht, egal wie alt er ist, es ist ein Mensch. Und sehr nett. Ich angerufen habe, obwohl ich so gesehen gehemmt bin und ich das keinem meiner Arbeitskollegen oder weiteren Bekannten erzählen würde, einfach zu sagen, vielleicht gibst du dadurch anderen Menschen auch Mut. Mhm. Mhm. Zu sagen, du kriegst ein paar Ratschläge von außerhalb, keiner kennt dein Umfeld, die haben das gleiche Problem und lass dir einfach helfen oder lass dir die Worte durch den Kopf gehen. Und ich glaube, das ist einfach das Positive, was einfach durch deine Sendung, egal welche Probleme es sind. Lieber Jürgen, ich danke dir sehr herzlich. Das ist sehr, sehr nett, was du gesagt hast. Ich wünsche dir für dich die richtige Entscheidung und die Kraft, dass du den Dreh kriegst zu einem besseren und für dich befriedigenderen Leben. Alles Gute von Herzen. Okay, bedanke mich. Dankeschön, auf Wiederhören. Jo, ciao. Hier ist Claudia. Claudia ist 43. Hallo Claudia. Hallo. Hallo. Ja, Claudia, du, so wie du gerade jetzt Hallo gesagt hast, ja? Klingst du nicht schüchtern und gehemmt? Nee, bin ich auch nicht. Also ich habe das erste Mal, dass ich überhaupt versuche, durchzukommen, überhaupt angerufen. Ich habe gerade im Videotext das Thema gelesen. Ja. Und da habe ich mich so unheimlich an mich erinnert. Ich war viele, viele Jahre, Jahrzehnte kann man fast sagen, schüchtern und sehr gehemmt. Das heißt, da ist irgendwas passiert. Ja, da hat es also bei mir irgendwie einen Wandel gegeben. Ich war als Kind, es war sehr schwierig bei uns zu Hause, es hat viele Strafen gegeben, viel Gewalt gegeben und wir wurden ziemlich unterdrückt und all sowas, ein sehr schlechtes Verhältnis zu den Eltern gehabt und es wäre eine lange Geschichte, das alles zu erzählen. Mhm. Und wir durften auch nicht raus, wenig Kontakt zu anderen Kindern und dann ist man auch ziemlich schnell Außenseiter, in der Schule gerade, Kinder können sehr gemein sein, ja. Heute würde man sagen Mobbing. Ne, das gab es ja früher noch nicht, das Wort. Und früher nannte man es Hänseleien, ne? Ja, genau. Aber ich finde, das ist schon ein Unterschied zwischen Mobbing und Hänseleien. Hänseleien klingt noch harmlos. Genau, das hört sich so stimmt, fast lieb an, ja, also wenn jemand einem Streich spielt. Ne? Und na gut, dann ist es halt immer schlimmer geworden. Ich habe mich sehr in mich zurückgezogen, kaum mich noch getraut, was zu sagen. Habe dann auch angefangen, mich selbst zu verletzen. Wie alt warst du da ungefähr? Als ich angefangen habe, mich selbst zu verletzen, war ich so 10, würde ich sagen. Also selbstverletzen heißt du, dass ich habe mich wundgekratzt, ne? Wundgekratzt. Also ich habe mir und überall im Körper. Ja, ich hatte so einige Stellen und wo ich an den Beinen, auf der Kopfhaut, also die Kopfhaut war regelmäßig verkrustet und ich habe mir den Mund von innen aufgebissen. Ne? Also es war, gut, heute weiß ich, dass das irgendeinen Hilferuf hat, das weiß man ja als Kind nicht. Und man weiß auch nicht, warum man das macht. Hat denn jemand diesen Hilferuf gehört? Nee, es wundert mich eigentlich, dass meine Mutter ist auch noch mit mir zum Arzt gegangen, zum Hautarzt. Mhm. Er hat natürlich nicht gesagt, dass ich das selber gemacht habe. Ne? Mhm. Der hat dann auf irgendein Ekzem oder sowas getippt. Ach so. Und der Zahnarzt, weil ich bin dann auch zum Zahnarzt gegangen und ich so ja richtig offene Stellen im Mund hatte, das war ja auch sehr schmerzhaft, vor allen Dingen Tage dahinter, wo es heilt, der hat es auch nicht, das hat keiner wahrgenommen. Gut, ich meine, ich bin 64 geboren, vielleicht, da hat man noch nicht so das Auge. Ja, in der Zeit hat man, das stimmt. Na, also ich möchte auch keinen Vorwurf machen, ich denke manchmal, irgendjemand hätte doch mal was mitkriegen müssen. Ne? So, wie ging es dann weiter? Ja, das ging eigentlich. Ich war also wirklich sehr, sehr schüchtern und irgendwann habe ich meinen Mann kennengelernt mit 16. Mhm. Bin dann auch relativ früh Mutter geworden.
auch alles gegen den Willen meiner Eltern. Aber immerhin ist ja interessant, wenn du so zurückhaltend und schüchtern warst, dass du dann mit 16 schon einen festen Freund hattest. Ja, ne, ich wundere mich auch, geklappt hat, ja. Und du bist heute noch mit dem Mann zusammen? Nee, nicht mehr. Nee. Nicht mehr, mhm. nicht mehr. Ich bin dann relativ früh Mutter geworden. Ich habe 2 erwachsene Söhne mittlerweile. Mhm. Und als die Kinder klein waren, ich habe mich kaum getraut, ne, irgendwas zu sagen und irgendwas zu machen. Ich habe gerade im Vorgespräch schon erzählt, ich habe so ein Erlebnis, das ist mir gerade wieder eingefallen. Ich war mal, da war ich so 9, 10, bei einer Mitschülerin zu Hause. Mhm. Und da kam der Vater ins Zimmer und war richtig lieb und nett zu uns. Mhm. Ne? Hat uns irgendwie Schokolade gebracht und sowas. Ne? Und ich habe so eine Angst gekriegt, weil ich das überhaupt nicht kannte. Mhm. Also ich war so richtig, ich habe gedacht, oh, da stimmt was nicht. Ne? Unheimlich misstrauisch, mhm. ja? Dass jemand so nett sein kann. Das gibt's gar nicht. Ich kannte es nicht. Ne? Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was passiert ist, dass der Schalter umgelegt wurde. Ja gut, ich habe dann bin einmal körperlich krank geworden, ja. Was hattest du? Ich habe Fibromyalgie bekommen. Das ist? Das ist so eine Form von Weichteilräume. Mhm. Mhm. Die betrifft also den ganzen Körper, ne? Das zeichnet sich so aus, dass man starke Gliederschmerzen kriegt, wie wenn man eine Grippe hat. Mhm. Schüttelfrost, leichtes Fieber und dann kann ich nicht mal duschen, wenn so ein Schub kommt, dann tut das Wasser auf der Haut weh, ne? Ah ja. Mhm. Und ja, irgendwann wurde dann mal gesagt, nachdem, was weiß ich, viele Ärzte und so, niemand das diagnostizieren konnte, das ist die Psyche, gehen Sie mal zum Psychiater. Mhm. Und ich bin dann wirklich zu einem Neurologen gegangen und ich glaube, das war meine Rettung. Ja, der Neurologe war auch Psychiater? Ja. Ja. Mhm. Und dem habe ich das erzählt und der hat mir dann gleich gesagt, ich weiß, was Sie haben Fibromyalgie. Früher konnte ich das Wort nicht immer aussprechen. Ja, ja. Und dann hat er mich gleich erst einmal 4 Monate in die Klinik geschickt. Mhm. Und dann bin ich angefangen, so Selbsthilfebücher zu lesen. Es gibt so ein tolles Buch von Dale Carnegie, Sorge dich nicht lebe. Mhm. Mhm. Da gibt es so eine Stelle mit Zitronenlimonade. Ne? Wenn du nur eine Zitrone hast, mach Zitronenlimonade raus. Mhm. Ne? Und ich habe dann wirklich so versucht, so manche Dinge umzusetzen. Das hat auch nicht so geklappt. Ne? Heißt das denn, dass diese Erkrankung dich letztendlich auf den Weg gebracht hat zu einer selbstbewussten Frau? Ja. Ja. Das könnte man wirklich sagen. Also es ist dann auch so, ich habe dann angefangen, mich mit mir selber mehr zu beschäftigen, nicht mehr so zu gucken, was denken die anderen. Mhm, ne? Mhm. Und dann ist es sicherlich auch so, diese 4 Monate in der Klinik, da geht man ganz anders miteinander um. Man ist in einem geschützten Raum. Bist du denn in dieser Klinik auch neben der körperlichen Betreuung auch psychologisch, psychiatrisch betreut? Das war eine psychosomatische Also der hat es schon gleich richtig, klar, ich habe dich heute teilweise immer noch, aber ich kann damit prima umgehen. Ne? Aber dann hast du ja wirklich so in deiner Persönlichkeitsentwicklung eine rasante Entwicklung. Ja, und dann habe ich, da war ich 1992, habe ich nochmal eine Ausbildung angefangen. Mhm. Als was? Gelernt habe ich großen Außenhandelskauffrau. Ja. Und das auch gegen den Willen meines Mannes, gegen den Willen meiner Mutter. Da kamen dann so Sprüche, du schaffst das sowieso nicht. Mhm. Du hast mit deinen Kindern genug zu tun. Immer wieder so Druck, ne? Mhm. So von wegen, was willst du denn? Du hast genug Arbeit. Und bei mir hat es dann so bewirkt. Ich war dann schon ein bisschen stärker so. Und jetzt erst recht. Und euch zeige ich's, ne? Mhm. Und das hat wirklich, aber da muss man ja auch erstmal sein, ne? Dass man sagt, ja, jetzt ist recht, ne? Ja, natürlich. Das da ist ja schon so eine Grundlage des Selbstbewusstseins da, wenn man das sagt. Und von dem Tag an ging das irgendwie auch, von der Zeit ging das bei mir bergauf. Super. Früher habe ich mich nicht getraut, in den Spiegel zu gucken. Heute gehe ich morgen ins Bad und sage, oh, klasse, Claudia, ne? So, also, hallo, Claudia. Ja, genau, ich freue mich, mir geht's gut. Und ich habe letztens, ich darf noch nicht viel darüber sagen, weil es noch nicht ausgestrahlt wurde, aber sogar als Kandidatin bei einer Quiz-Sendung teilgenommen. Nein. Ja, und wenn ich mir überlege, wie verschüchtert und alles. Was für eine Quiz-Sendung mag das wohl sein? Das sage ich nicht. Nein. Wir wollen dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber darf ich noch nicht. Heißt du da auch Claudia in der Sendung? Ja. Ja, das heißt also, wir werden dich dann erkennen. Ich denke schon. Aber du darfst sagen, wann die ausgestrahlt wird, die Sendung. Das weiß ich auch nicht. Auch die nicht. Haben gesagt, sie rufen mich vorher an. Ach so. Ich kann nur sagen, es läuft im Hessischen Rundfunk dienstagsabends. Ach so, das ist doch schon mal ein heißer Tipp. Im Fernsehen. Also ich habe jetzt hier eine ältere Frau bei mir im Haus wohnt, die war mal mit mir bei meiner Tante und die hat alte Fotos von mir gesehen. Mhm. Und als wir zurückgefahren sind, hat sie im Zug gesessen und hat geweint. Und dann sag ich, warum weinst du denn so? Sagt, wenn ich die Bilder von dir sehe, wie fürchterlich, so Magerhaut und Knochen, so deine Augen so groß. Und heute das blühende Leben. Ja.
Das wollte ich eigentlich sagen. Ne? Niemand ist, wenn das immer einem eingetreten hat, niemand ist schlecht, ja. Kein Mensch ist schlecht. Jeder wird so gemacht, ja. Ja, klar. Und ganz viele haben wir selbst in der Hand zu verändern. Genau. Ganz viel. Man muss sich einfach nur trauen. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, was ich gelernt habe und was ich jetzt eigentlich fast immer anwende, wenn ich irgendwo in den Kreis komme, wo ich die Leute nicht kenne, ja. Ich gehe auf die zu, ne? Mhm. Auch wenn ich noch so ein Bammel habe, ich gehe dahin und ich sage, hi, ich bin die und die. Ja, das finde ich ja sowieso, das ist ja überhaupt die Grundformel, dass man, wenn man Angst hat, in die Angst reingehen muss. Ja. Weil die haben vermutlich genauso viel Schiss. Ja, natürlich, klar. Ja, klar. Claudia, das ist eine sehr schöne Geschichte. Eine sehr schöne Geschichte. Was machst du beruflich im Moment? Ich bin Verwaltungsangestellte. Und bist du auch zufrieden im Job? Macht Spaß? Mir geht's ja prima. Ich komme jeden Tag mit Kunden zurecht und die mögen mich alle. Und ich kriege auch jetzt so das, was ich früher im Negativen bekommen habe, jetzt tagtäglich im Positiven. Super. Also von mir aus auch dickes Kompliment. Hast eine tolle Ausstrahlung und vor allem ein Kompliment, wenn man sein Leben selbst so umgekrempelt hat. Das bedarf schon viel Kraft und auch da muss viel Willen und Disziplin hinterstecken. Und die scheinst du offensichtlich zu haben. Ja, in den meisten Dingen. Gratulation. Danke. Alles Gute weiterhin. Tschüss. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Ja, so kann sich das Thema natürlich auch ansehen. Nämlich, ich möchte nicht nur mit Schüchtern und Gehemmten Leuten reden, sondern vielleicht auch mit Leuten, so wie Claudia gerade, die die Schüchternheit und die Gehemmtheit in irgendeiner Weise oder vielleicht durch einen schlauen und tollen Trick überwunden haben und heute ganz anders dastehen als vielleicht vor ein paar Jahren. Also schüchtern und gehemmt das Thema. Wer von euch hat so das Gefühl, sehr schüchtern zu sein in Sachen Liebe, in Sachen Beruf oder so grundsätzlich im Leben? Oder wer hat es überwunden? 0800 220 50 50. Verena, die Verena ist hier. Und Verena ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Verena. Hi. Ja, würdest du von dir sagen, dass du schüchtern und gehemmt bist? Jetzt nicht mehr, nein. Ich war es aber früher. Auch eine Überwinderin. Eine Überwinderin. Ja, erzähl mal. Das hat aber lange gedauert. Ja. Es ist so, dass ich schon seit meiner Jugend gewusst habe, dass ich BDSM-Anhängerin bin, also devot und masochistisch. Und ich habe es nie gelebt. Ich habe normale Beziehungen gehabt. Du hast gerade schon BDSM? Was ist das für eine Abkürzung? Bondage, dominant, devot, sadro, masochistisch. Ach so. Das ist der Sammelbegriff für diese ganzen etwas außerhalb der Norm liegenden sexuellen Spielchen. Und das hast du schon als junges Mädel gemerkt, dass da irgendwo in die Richtung, dass du da tendierst? Mit 12. Mit 12 schon? Ja. Wie merkt man denn das mit 12 schon? Weil meine erste Fantasie absolut devot war. Also die erste sexuelle Fantasie, da warst du unterwürfig? Ja. Und absolut devot? Ja. Und ich hatte dann massive sexuelle Schwierigkeiten in meiner Entwicklung. Ich hatte ganz normale Beziehungen, habe zwei ganz normale Ehen geführt und hatte sexuell halt immer ganz, ganz große Probleme. Bis hin zu überhaupt keinen Spaß, keine Lust. Und hatte Gott sei Dank einen sehr geduldigen Mann, der das ganz lange mitgemacht hat. Und ich habe mir halt zu Silvester vorgenommen, ich kümmere mich jetzt mal um meine Sexualität. Von welchem Silvester sprechen wir? Welchem Jahr? Vom letzten. Vom letzten? Achso. Das heißt, bis zum letzten Silvester warst du 30 Jahre warst du sehr schüchtern und zurückgezogen. Richtig. Und gehemmt. Hab's nicht gelebt. Nein. Und du hast dich geschämt, letztendlich zu dieser sexuellen Neigung zu stehen und hast sie nicht gelebt. Sehr tief. Ich habe mich zutiefst geschämt. Ja. So, jetzt kam das Silvester 2006 auf 2007. Ja, und ich habe gesagt, also entweder vertrockne ich jetzt oder ich kümmere mich um meine Sexualität. Ja. Ja, und dann? Ja, und dann habe ich erstmal geguckt, was da eigentlich bei mir ist und habe gedacht, dass diese ganzen Fantasien, die ich habe, vielleicht auch eine Ursache haben und habe mich dann erstmal theoretisch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wir halten nochmal fest, weil ich das sehr spektakulär finde. Du bist jetzt 45 Jahre alt. Richtig. Du hast bis vor einem Dreivierteljahr hast du dieses nicht gelebt. Nein. Du hast es gar nicht mal gewagt, dir so richtig im Detail vorzustellen. Oder ich hatte Fantasien, für die ich mich bitterlich geschämt habe und hinterher dann erstmal einen Schnaps getrunken habe. Da ist viel Schnaps draufgegangen, oder? Einiges, ja. Und du warst in dieser Zeit verheiratet. Ja. So, jetzt aber zum Silvester weiter. Ja, also da habe ich dann für mich beschlossen, ich möchte jetzt endlich mal gucken, was da ist, wovor ich so Angst habe und habe mich dann diesem Thema erstmal theoretisch genähert. Und da ist das Internet wirklich ein sehr gutes Medium. Ja. Da
kriegt man auch sehr schnell mit, dass es halt nicht nur diese Schmuddelecken gibt, sondern dass es einen sehr schönen, seriösen Bereich gibt, in dem das gelebt wird. Unbedingt, ja. Ja, ja. Und da habe ich dann in einem Chat, also erstmal theoretisch, meinen sogenannten Dom kennengelernt. Also den dominanten Mann? Richtig, ich mag den Begriff Herren nicht so. Ja. Ich bin auch keine Sklavin. Ja. Und wir haben uns dann erstmal theoretisch darüber auseinandergesetzt und dann haben wir uns getroffen. Ja, und ich hatte eigentlich so die Hoffnung, wenn ich hinfahre, merke ich, dass ich das Ganze real gar nicht leben möchte. Aber die Hoffnung, ja. Aber die Hoffnung hat sich dann nicht als richtig erwiesen. Nein, und dann hatte ich natürlich ein ernsthaftes Problem, weil da musste ich mein ganzes Leben schmeißen. Als du zu dem, ich sagte, zu diesem dominanten Herrn, ich sag's mal, damit wir das alles verstehen, hingefahren bist, gab es ja gleich beim ersten Mal eine Aktion schon? Ja, klar. Und wir hatten die geplant, minutiös, weil sowas machst du nur, wenn du in einem mit halbwegs gesunden Menschen zu tun hast, mit einem Vertrag, mit Tabus, die festgelegt werden, mit Regeln, die festgelegt werden. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was ist da auf dieser Session passiert? So grob. Ich war das erste Mal gefesselt, ich bin das erste Mal geschlagen worden in meinem Leben. Mit einer Gerte, mit Wachs, mit heißem Wachs. Ja. Ja, ich bin halt benutzt worden. Ja. Und es war traumhaft schön. Aber währenddessen warst du ja noch verheiratet. Ich war noch verheiratet, ja. Hast du deinem Mann davon erzählt, was du gemacht hast? Ich habe ihm eine Woche davor erzählt, ist es rausgekommen, dass ich masochistische Tendenzen habe und dass ich mit jemandem chatte und dass ich den auch besuchen gehe und er hat mich gehen lassen. Wie lange wart ihr verheiratet da zu der Zehn Zeit? Jahre. 10 Jahre. Bist du heute mit dem Mann noch zusammen? Nein, ja. Wir sind zwar noch verheiratet, er ist mein allerbester Freund. Aber sonst habt ihr euch als Paar getrennt? Aber er ist leider absoluter Vanillamann. Ne? Ein was für ein Mann? Vanillamann nennt sich das. Also so ein ganz normaler, der mit Macht nicht umgehen kann. Ne? Wie nennt man die Vanillemänner? Vanilla. Vanilla. Ja, das ist so eine Abgrenzung zwischen BDSM-Sex und Vanilla-Sex. Vanilla-Sex ist halt so der eher normalere Sex. Das sind so die stinklangweiligen 0815-Männer. Ja, stinklangweilig muss es ja nicht sein. Nein, natürlich nicht. Nein. Für mich ist es das auch. Mensch, Verena, das ist ja spektakulär, was du da erzählst. Finde ich irre. Also ich kann da nur wirklich meinen Hut ziehen. Wenn du mit 44... 45. Ja, aber da warst du vielleicht, oder ja gut, 45. Sowas noch machst und dein Leben so radikal umwirfst, finde ich sensationell, finde ich toll. Sowas finde ich vorbildlich. Du hast dich ja jahrzehntelang unterdrückt quasi. Richtig, ja. Ne? Und lebst jetzt das aus, was du immer ausleben, was du immer leben wolltest. Ja, und ich bin absolut glücklich. Ja. Obwohl ich halt sehr viel aufgegeben habe, ich musste auch in ein anderes Land gehen, weil mein Dom lebt in einem anderen Land. Ich musste also alles schmeißen. In ein anderes Land? Ja, ich bin in die Schweiz gezogen. Ach so, du rufst aus der Schweiz jetzt auch an? Ja. Ach so. Ja. Ja, und wie geht aber das? Ich kenne dich noch so von Nordrhein-Westfalen. Ja, ja, man kann uns, glaube ich, in der Schweiz auch sehen, ne? Irgendwie ja, klar. Über den Satelliten, ja. Das heißt ja, dass du warst doch wahrscheinlich auch berufstätig vorher hier in Deutschland. Ich habe hier schon eine neue Stelle gefunden, ja. Hast du noch, wie lange bist du jetzt schon in der Schweiz? Jetzt bin ich, also Moment, ich wohne fest hier jetzt seit 3-4 Monaten und war vorher aber schon 3 Monate, haben wir uns immer wochenendmäßig besucht. Und du bist dorthin gezogen, weil dein Herr Dom da wohnt? Ja, und weil er die bessere Position hatte beruflich. Also es wäre Schwachsinn gewesen, dass er nach Deutschland kommt. Ach so, was ist das für eine Beziehung? Das ist doch keine Liebesbeziehung. Natürlich ist das eine Liebesbeziehung. Ach so, ich dachte, das wäre so eine ganz funktionale Sexbeziehung. BDSM, also so eine Beziehung, wie wir sie führen, kann nur mit Liebe funktionieren. Ach so, wusste ich nicht, entschuldige. Also umso besser. Das heißt, du machst einmal den Versuch, dein Leben zu leben, so wie du es möchtest, und schon schaffst du es und findest sogar noch eine Liebe dabei. Ja. Das ist ja wirklich wie ein Sechser im Lotto. Das war wirklich ein Sechser im Lotto, ja. Wirklich. Aber es funktioniert wirklich nur mit einem unglaublichen Respekt, einer großen Achtung, viel Vertrauen und viel, viel Liebe. Mhm. Diese Art der Sexualität. Mhm. Diese Sexualität geht. Was ich gerade fragen wollte noch, ich wollte dich da nicht unterbrechen. Kannst du rekonstruieren, was dich bewogen hat, kurz vor Silvester diesen Schritt zu unternehmen? Was war der I-Punkt? Was war der letzte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat? Das ist eine gute Frage. Ich habe einfach gedacht, wenn ich jetzt nichts tue, dann tue ich es nie. Hat das Silvester auch damit was zu tun? Jetzt ist wieder ein Jahr rum, jetzt bin ich wieder ein Jahr älter geworden. Genau, und hatte wieder ein Jahr keinen guten Sex. Super, ich finde das super.
grandios. Ja, ich weiß es nicht. Also so zwischendurch ist mir schon ganz schön der Boden unter den Füßen weggegangen. Ja, weil natürlich ein ganzes Leben wegbricht für dann dich. Alles weg, ja. Hast du oder habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Also mein Dom hat einen Sohn, um den kümmere ich mich jetzt mit. Und mein Ex-Mann oder mein noch verheirateter Mann hatte auch einen Sohn, um den habe ich mich auch mitgekümmert. Also es ist ja fast eine diese Beziehungen laufen halt im Alltag völlig normal. Ja, ich finde, das ist ja fast eine Bilderbuchgeschichte, dass du jetzt auch noch mit deinem ehemaligen oder deinem noch Ehemann zudem auch noch sehr gut befreundet bist. Ja, er kommt auch nächste Woche zu Besuch. Kennen die beiden Männer sich auch? Noch nicht und sie mögen sich nicht. Sie mögen sich nicht? Nee, denke ich mal. Okay, alles muss ja nur auch nicht stimmen. Aber wenn, ja. wenn ihr beide euch weiterhin gut versteht, ist das ja schon toll. Tolle Geschichte, Verena. Gratulation. Danke. Gratulation. Was meinst du, wie viele Menschen ihr Leben lang sich unterdrücken? Laut Statistiken zwischen 5% und 25%. Ja, in welcher Beziehung auch immer. Das muss ja gar nicht auf das Sexuelle bezogen sein, auch auf viele andere Dinge. Und die es nicht tun und sich nicht trauen. Ich finde das immer gut, wenn Menschen das versuchen. Selbst wenn sie scheitern, habe ich Respekt davor, wenn sie es versucht haben. Und ich denke mir, es ist ganz wichtig, dass irgendwelche, deswegen habe ich eigentlich auch angerufen, wenn Frauen oder auch Männer diese Tendenz haben, bei sich spüren, sie sollen sich auf jeden Fall trauen, es zu leben. Zumindest probieren. Denn ich könnte mir vorstellen, damit auseinandersetzen. Ja, irgendwann kommt man vielleicht in das Alter, wo man dann wirklich realisieren muss, jetzt ist es zu spät. Und das Gefühl stelle ich mir sehr schlimm vor, wenn man dann wenn die Zeit einfach vorbei ist und man muss eingestehen, ich habe einen großen Fehler gemacht in meinem Leben. Ja, lass dich mal mit 78 noch in Fesseln. Ist wahrscheinlich sehr schwierig. Ich danke dir für den Anruf. Danke. Schöne Grüße in die Schweiz und alles Gute und vor allen Dingen ein richtig gutes und auch sexuell erfülltes Leben. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, Verena. Auf Wiedersehen. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann seid ihr sehr herzlich willkommen hier. Wählt ganz einfach die Nummer oder mailt uns. Unser Thema heute heißt Schüchtern und gehemmt. Ich möchte sprechen mit Leuten, die schüchtern und gehemmt sind oder die schüchtern und gehemmt waren. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Detlef. Detlef ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Detlef. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Detlef. Klingst auch nicht so sehr schüchtern, so wie du guten Morgen sagst. Nicht mehr, nein. bei mir eine kurze Geschichte. Ich bin als ich geboren wurde, habe ich geschielt. Ich wurde dann im Alter von 4 Jahren, wurden meine Sehnerven zentriert. Bin aber mit einer sehr starken Kurzsichtigkeit auf die Welt gekommen. Ich habe jetzt -10 Dioptrien. Ja. Und habe damals halt eine Brille getragen, die halt sehr dicke Gläser hatte. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Colaflaschen von damals erinnern konntest, diese Glasflaschen. Ja, ich erinnere mich auch an Mitschüler von mir früher, insbesondere, der auch so eine ganz dicke Brille hatte. Ja. Dem ist es auch nicht so gut ergangen, weil die anderen Kinder doch viele blöde Sprüche losließen. Ja, Glasbausteine und kannst dir gleich eine Colaflasche aufs Auge drücken, kannst besser durchgucken. Hinzu kam, dass ich dann auch noch einen Sprachfehler hatte. Also ich konnte kaum einen Satz aussprechen, wo ich nicht gestottert habe. Aha. Das kam auch noch dazu. Wir befinden uns jetzt im Alter von ungefähr? Das fing also in der Kindheit schon an 3-4 Jahre. Also und ging das schon relativ früh los. Ja. Und das war halt auch damit zu tun, dass meine Eltern halt ziemlich viel Stress irgendwo miteinander hatten und das halt 15 Jahre irgendwo dann hinausgezögert haben, bis sie dann den Schlussstrich gezogen haben, um halt sich scheiden zu lassen. Und du hast das letztendlich irgendwie immer mitbekommen? Richtig. Ja. Und also dicke Gläser, Brille und Stottern, das ist natürlich schon sehr, sehr schlimm für ein Kind. Das war nicht einfach. Ich hatte also keine einfache Kindheit gehabt. Hinzu kam dann auch noch, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Mein Bruder geriet dann auch noch auf die schiefe Bahn. Und dann spricht sich das auf dem Dorf natürlich relativ schnell rum. Verstehe. Also alle Grundvoraussetzungen, gehemmt und schüchtern durch die Welt erstmal zu gehen. Genau. Ja, und wenn man dann halt irgendwelche Mädels damals in der Jugendzeit halt angesprochen hatte oder so, dann hieß es gleich, ja, das ist kein Umgang für dich. Und das war das erste Handicap. Dann der Sprachfehler kam dann noch dazu. Und ja, das war halt relativ schwierig. Wie lange hast du gestottert? Ja, also bis zum 15. Lebensjahr extrem. Ist es dann von alleine weggegangen oder mit Hilfe eines Logopäden? Nee, bis zum 15. Lebensjahr nicht, bis zum 12. Lebensjahr war es. 12. Das war 1979, genau. Und da waren wir auf dem Elternabend und da sprach meine damalige Klassenlehrerin, ich war damals auf der Orientierungsstufe, meinen Vater an und sagte, es gibt also in der Nähe von Osnabrück, in Bissendorf, ein Sprachheilzentrum.
wo man halt morgens ganz normal Schule hat und nachmittags so eine Stunde, anderthalb Stunde logopädischen Unterricht. Mhm. Ja, und ich war dem ersten Tag, wo ich da war, war der Sprachfehler so gut wie weg. Ach. War also rein nervositätsbedingt. Vom ersten Tag an? Ja, vom ersten Tag an. Und du hast dich so viele Jahre damit rumgeschlagen? Ja. Und hattest dieses Stottern fand auch in der Familie statt? Fand auch in der Familie statt, ja. Überall? Überall. Und du gehst einen Tag zu dem Logopäden und ist es weg? Ja, ich war ja in dem Spracherzentrum, war ich ja ein halbes Jahr. Mhm. Aber das war dann halt so gut wie weg. Das war dann halt nur, wenn ich halt nach Hause kam oder so, da war halt diese Spannung wieder. Ach so, das heißt, beim allerersten Besuch war es schon weg, aber wenn du nach Hause gingst, war es wieder da. Ja, und es hat dann noch ein halbes Jahr gedauert, bis es ganz weg war. Richtig, aber nicht mehr so extrem, mhm. weil wir durften, alle 14 Tage durften wir halt nach Hause. Mhm. Und da trat es dann halt noch teilweise auf. Ja. Und ich hatte also in diesem Sprachheitszentrum, also in dieser Schule halt auch keine Hemmung, irgendwo so zu lesen, weil ich konnte fließend lesen. Ja. Währenddessen wo ich auf meiner alten Schule war, mich immer zurückgehalten habe mit dem Lesen, mhm. weil das hat dann halt immer länger gedauert als halt ein Normaler, der halt ganz normal reden konnte. Mhm. Was würdest du sagen so im Nachhinein? Ab welchem Alter wurdest du selbstbewusst? Ab welchem Alter? Ab 16, 17. Mhm. Und, ich hatte dann Fußball gespielt und ich verlor dann meine Brille beim Fußball. Mhm. Ja, und das war dann halt schwierig, meine Brille wiederzufinden, weil ich bin dann auf allen Vieren auf dem Boden rumgekrochen, also ein paar Zentimeter über der Grasnarbe, und ich habe meine Brille nicht gefunden, mhm. die nur halt ein, zwei Meter von mir entfernt lag. Und das war für mich halt irgendwo ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja Moment, da muss es noch was anderes geben. Und dann habe ich mich dann halt mit dem Thema Kontaktlinsen mal beschäftigt. Mhm. Die ist da auch schon gab? Natürlich, ja. Ja. Ja, ja, und dann war der Sprachfehler halt weg, dann waren die Kontaktlinsen da. Die Kontaktlinsen da. Und da konnte ein neues Leben beginnen. Und dann konnte das Leben. Da wurde aus dem etwas schüchternen Detlef ein selbstbewusster Kerl. Richtig. Ja. Und jetzt ist es auch so, jetzt gehe ich halt, also was ich früher nie mir irgendwo getraut habe, also selbst auf die Leute drauf zu, spreche sie drauf an, so in der Gruppe auch, dass ich halt mal drauf zugehe, ja. und halt auch selber mal was sage und so, das habe ich früher mir... Nun sind das ja ganz prägende Sachen, wenn man in der Kindheit sowas erlebt hat. Man kann natürlich viel schaffen und viel überwinden, aber ja. irgend so ein kleines bisschen bleibt ja doch immer in einem zurück. Was ist in dir zurückgeblieben? Was ist mir zurückgeblieben? Wenn ich das so sehe, also ich erinnere mich eigentlich gar nicht gern an die Zeit zurück. Mhm. Und ich muss sagen, also wenn ich jetzt so zurückblicke mit dem Detlef von vor 25 Jahren, mhm. im Gegensatz zu heute, also habe ich mich um 180 Grad gedreht. Mhm. Ja, man muss auch, vielleicht ist insofern, wenn man sagt, was zurückgeblieben ist, dass einem das heute besonders bewusst auffällt, dass man nicht mehr so gehemmt ist. Vielleicht ist ja. das, was zurückgeblieben ist. Sonst würde man das ganz selbstverständlich alles so machen und leben. Eben. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite in der chemischen Industrie. Ich habe also früher, ich habe eine Lehre im Einzelhandel gemacht. Ja. Habe also Einzelhandelskaufmann gelernt. Ja. Und das wäre auch schwer vorstellbar gewesen, also mit dem Sprachfehler noch. Ja, klar. Ja. So, und das kommt heute also ganz, 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 ganz selten vor. Also wenn man übernervös ist, man will unbedingt was rausbringen, ja. dass man halt so ein bisschen, dann sagt man, okay, erstmal ein bisschen abschalten, ja. kurz durchatmen und dann geht das. Ja. Also die Sprachbehandlung hat dich gerettet und die Kontaktlinsen, so kann man sagen, ne? Ja. Sehr schöne Geschichte, Detlef. Ich danke auch dir, dass du angerufen hast und wünsche alles Gute. Alles klar, mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Bitte, tschüss. Und hier ist Marion und Marion ist 27. Marion, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Marion. Hallo. Ja, du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Schüchtern. Ja. Fühlst du dich so? Ich fühle mich schüchtern, ja. So auf welche Bereiche bezogen? Eigentlich auf alle Bereiche, aber jetzt speziell haben wir das Thema gerade angesprochen auf Männer. Auf Männer. Männer und Sexualität. Ja. Ja. Du bist 27 Jahre, habe ich gerade gesagt. Gibt es schon Erfahrungen, eingehende Erfahrungen mit Männern? Ja, schon, aber ich hätte halt gerne Beziehung und meine letzte Beziehung ist 6 Jahre her. Mhm. Wie lange hat die denn damals gehalten? 3 Jahre. Immerhin? Ja. Immerhin. War das eine gute Beziehung? Ja. Warst du in dieser Beziehung etwas selbstbewusster und offener oder auch eher zurückhaltend und schüchtern? Eigentlich auch eher schüchtern und zurückhaltend. Lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Wo genau und wann genau bist du schüchtern?
ich habe jemanden zum Beispiel kennengelernt, also nicht kennengelernt, sondern den ich sehr sympathisch fand. Mhm. Und ich habe mir aber nicht getraut, den anzusprechen. Mhm. Das ist so der Anfang, ne? Der kann natürlich schon alles kaputt machen, wenn man sich nicht traut, anzusprechen. Ja. Hast du überhaupt schon mal in deinem Leben einen Typ angesprochen irgendwo? Ja, nicht im nüchternen Zustand. Im nüchternen Zustand nicht. Also wenn du ein Gläschen Sekt getrunken hast, geht das besser. Ja, zwei oder drei. Zwei. Ja. Ja, aber dann endet das meist, wie ich es eigentlich nicht möchte. Aber ich halt auch nicht wieder. Das heißt, das endet dann meistens im Bett, was du gar nicht am Anfang so möchtest. Genau. Mhm. Eigentlich würde ich gern näher kennenlernen. Und ja. Aber meist nicht, weil es dann in einem One-Night-Stand endet. Ja. Liebe Marion, wenn das geht, geh mal irgendwie ein bisschen näher an deinen Telefonhörer. Du klingst so weit weg und etwas verrauscht. Damals, als du 3 Jahre mit einem Mann zusammen warst, sagtest du gerade, seist du auch selbst in diesen 3 Jahren noch schüchtern gewesen. In welcher Beziehung warst du da schüchtern? Ja, also wenn ich dann richtig mit ihm zusammen war, dann war ich nicht mehr schüchtern. Aber mir geht es um das Kennenlernen, dass ich auch mal jemanden kennenlerne, den ich auch kennenlernen möchte. Verstehe. Das heißt, also wenn es wirklich dann mal zum Sex kommt oder so, dann geht's auch. Ja. Ja? Ja. 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 Also das Problem ist eher so, die ersten Schritte zu unternehmen, kennenzulernen, auf Menschen zuzugehen. Ist das nur bei Männern kompliziert oder ist es auch generell für dich schwierig, Menschen kennenzulernen und so einen Kontakt aufzubauen? Also für mich ist es auch im Berufsleben schwierig, zum Beispiel. Mhm. Was machst du denn vom Beruf? Grafiker. Grafiker, das heißt, bist du eher so für dich alleine, ne? Ja. Da hast du keinen Publikumskontakt so direkt, wahrscheinlich nicht, sondern hast du mit deinen Kollegen zu tun. Genau. Mhm. Hast du denn Freunde? Ich habe eine beste Freundin. Was immer hoch zu schätzen ist, ne? Wenn man eine beste Freundin hat. Ja. Ja. Und mit der kannst du auch so offen über alles reden. Mit ihr rede ich über alles. Auch über diese Schüchternheit. Ja, sie hat das auch schon oft kritisiert, weil sie nicht schüchtern ist. Sie ist nicht schüchtern? Nein. Das ist doch schon mal ideal. Da seid ihr beide doch ein ganz gutes Tandem. Wenn ihr beiden auf die Rolle geht, dann kann sie dich doch so ein bisschen mitziehen mit ihrer, vielleicht mit ihrer Kraft und ihrer mit ihrem Selbstbewusstsein. Nee, ich halte mich dann immer zurück. Ach so. Sie schimpft dann immer mit mir. Aber ihr geht zusammen raus. Ja, wir gehen schon zusammen weg, aber... Wo versuchst du denn Männer kennenzulernen? Nur ausschließlich beim Ausgehen? Ja. Übers Internet noch nicht versucht? Nee. Ist ja für schüchterne Menschen auch gar nicht so ein schlechtes Medium, ne? Man kann ja erstmal sich so vorsichtig rantasten. Ja, aber man weiß dann nie, was auf einen zukommt. Ja, das stimmt schon, klar. Klar. Muss man dann ein bisschen vorsichtiger sein. Aber so ganz generell kann man es ja auch nicht ablehnen. Und mit Mario, da musst du Strategien entwickeln. Gerade hat jemand was Interessantes gesagt von meinen vorhergehenden Anrufern. Nämlich, ich glaube, die Verena war das. Oder Claudia, ich weiß nicht genau. Dass man sich dem aussetzen muss, wovor man Angst hat. Dass man einfach das dann tun muss. Auch wenn einem wirklich das Herz in die Hose fällt und die Hände zittern, dass man es machen muss. Hm. Ja. Also ich hatte jemanden, eben vor einem Jahr war das, gesehen und den hätte ich halt gern kennengelernt und ich habe den dann ein Jahr lang nicht gesehen. Ja. Habe ihn aber jetzt wieder gesehen. Ja. Und habe ihn dann auch angesprochen. Na aber hallo. Ja, aber das war beim Weggehen. Im Weggehen? Ja. So, dass man doch noch wieder in Kontakt bleiben könnte oder darauf aufbauen könnte demnächst? Ja, die gleiche Geschichte, wie es immer passiert, ist wieder passiert. Verstehe ich jetzt nicht. Also du hast ihn angesprochen im Weggehen. Was hast du gesagt im Weggehen? Nee, nicht im Weggehen, sondern wir waren beim Feiern. Ach so, ich verstehe. Ach ja, und ist das Gleiche passiert, was nicht passieren sollte? Es ist nämlich in der Kiste gelandet. Genau. Ah, verstehe. Verstehe. Liebe Marion, meine Sekunden schmilzen gerade dahin. Aber wir müssen dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das Gespräch ist ja noch nicht beendet. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, danke. Ja, alles Gute bis dahin erstmal. Tschüss. Danke.
So, Freunde, das war's für heute. Unser Thema Schüchtern und gehemmt. In der Technik war Matthias Neef. Morgen sind wir wieder da im Radio bei 1 Live, im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und in der ARD bei 1 Festival. Gute Nacht wünsche ich euch. Bis dahin. Tschüss.